Sonntagvormittag im Hamburger Volkspark. Es ist der Tag 1 nach dem 0:0 gegen Mainz 05, dem wohl fast sicheren Abstieg, dem ersten Abstieg des HSV in der Vereinsgeschichte. Das Spiel gegen Mainz, ein weiterer Tiefschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Wieder nicht gewonnen, das letzte Urgestein der Bundesliga taumelt unaufhaltsam in Richtung Liga 2. Ich kann nur eben appellieren, und das ist auch eine meiner wesentlichen Aufgaben, dass wir alle auch ein bisschen daran arbeiten müssen, nicht so zu stark in das Selbstzerstörerische oder in die Resignation zu gehen, ja, egal wie es sportlich ausgeht. Ja, wir müssen eine gewisse Disziplin zeigen, um auch wenn der Zweitligafall eintritt, um auch die Steigchancen wieder mit ins Auge zu fassen. Doch zumindest die Personaldiskussionen sind längst gestartet. Ob Jens Todt in Liga 2 noch dabei ist, darf stark bezweifelt werden. Denn die Rufe nach einem starken Sportvorstand werden in Hamburg immer lauter. Das das Beste für den HSV ist, das werden wir unaufgeregt besprechen. Und das werden schwere Monate, das ist uns doch klar. Jens Todt, Sportdirektor ohne Vorstandsmandat, steht in Hamburg massiv in der Kritik. Und auch über Heribert Bruchhagen selbst wird diskutiert. Ich habe immer bereit gestanden, wenn es das Beste für den HSV ist, dass ich meine Position zur Verfügung stelle. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich innerhalb meiner Position jetzt nicht klare Vorstellungen habe und dass ich nicht klare Positionen habe. Die habe ich. Und das muss dann auch eben bewertet werden. Was ist das Beste für den HSV? Und wenn der Aufsichtsrat zu der Überzeugung kommt, dass ein Wechsel auf der Position des Vorstandsvorsitzenden angebracht ist, dann wird es passieren. Tabula rasa beim HSV, der typisch gewordene Reflex in Hamburg. Bei ausbleibendem sportlichen Erfolg müssen Köpfe rollen. Lethargie dafür inzwischen bei den Fans. 10.000 Plätze blieben gegen Mainz leer in einem Endspiel um den Klassenerhalt. Immerhin, die befürchteten Ausschreitungen nach der Partie blieben aus. Hinter uns ist alles wieder frei. Gestern standen hier 4 Wasserwerfer. Hamburg und der HSV waren auf das Schlimmste vorbereitet. Das Schlimmste zumindest, was die Ausschreitung anbelangt, ist ausgeblieben. Das Schlimmste, was das Sportliche anbelangt, ist nicht ausgeblieben. Der HSV konnte nicht punkten. Er konnte den 7-Punkte-Rückstand auf den 16. Platz nicht verhindern. Dementsprechend ist das Stimmungsbild. Dass es Hamburg zum ersten Mal treffen würde, falls der Fall eintritt, ist bitter. Das ist doch klar und das hat auch eine andere Dimension. Aber ich muss jetzt nicht nochmal wieder 5, 6 Bundesliga-Vereine nennen, die heute mehrfach die zweite Liga betreten haben und dann heute in exponierter Stellung sind. Nur einer will noch nicht aufgeben, zumindest nach außen hin. Trainer Bernd Hollerbach will kämpfen um die winzig kleine verbliebene Restchance. Also wir haben noch 9 Spiele, das habe ich ja immer gesagt und ich habe es ja gestern auch schon gesagt. Aufgeben liegt nicht in meiner DNA. Wir werden weiter kämpfen, wir werden weiter hart arbeiten und ich glaube auch, wenn wir so weitermachen, dass wir noch gute Chancen haben, die Klasse zu halten. Es sind die typischen Floskeln sportlich Verantwortlicher, wenn der Abstieg kaum noch abzuwenden ist. Nur, was sollen sie in Hamburg auch sagen? Bernd Hollerbach hat gesagt, er ist eine Kämpfernatur, er gibt erst auf, wenn es wirklich vorbei ist. Er sagt aber auch, genau wie Sportchef Jens Todt, wir brauchen jetzt etwas Außergewöhnliches. Das war gestern sichtbar gegen Mainz, ist diesem HSV nicht mehr zuzutrauen. Seit Jahren balanciert der HSV am sportlichen Abgrund entlang. In diesem Jahr scheint er endgültig abzustürzen.